Hallo Freunde der guten Nachtunterhaltung, mein Name ist Bayernkill und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario für den N64. Wir sind in der Villa angekommen. Was müssen wir nun tun? Wir müssen diesen Geist dazu bringen, dass er hier kommt, und dafür müssen wir die Melodie spielen. Und wie wir das machen, werdet ihr jetzt sehen. Er muss nur kommen. Komm, Buhu, komm hin. Ja, wenn er kommt. Zack, da haben wir ihn schon bekommen. Und was hast du erhalten? Gewicht ausgezahlt, ein schweres Gewicht. Wo kann man das wohl nur einsetzen? Oh nein! Lady Boo gab mir den Auftrag, diese Schatzruhe zu bewachen. Sie wird mich bestrafen, wenn sie das herausfindet. Nun, vielleicht habe ich ja Glück. Hehe. Ja, du kommst ohnehin nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss. Boah, Mann, hat das lange gedauert, um das. Im letzten Part hingen wir ja fest daran, an diesem scheiß Gerätsel. Ich weiß gewusst, wo wir Mitchell. So. Und jetzt machen wir natürlich weiter. Und ich weiß, wo das Gewicht ankommt, bevor ich das mache. Ich muss nochmal die Tür zumachen, falls jetzt jemand hier kommt und ungestürmt da reinkommt. Zack. So. Jetzt können wir was anbringen, nämlich. Zu uns gefallen, Mario. Ja, Gewicht bitte einsetzen. Dankeschön. Ah, Mann, sind wir gute Intelligenzbesten, sind wir, ne? Wir können uns alle in die Schulter klopfen. Okay, diese Truhe hier ist natürlich so offensichtlich. Es kann sich nur um einen Fake handeln. Au! Da ist eh nichts drin. Ich würde mal sagen, wir gehen runter. Diese Wandtruhe. Du musst total falsch. Wir haben nicht 3 Uhr, wir haben 5 Uhr. In der Nacht. Nein, Spaß, Leute. Wir haben... Wann nehme ich das auf? Heute Sonntag ist. Heute Sonntag um 17 Uhr. Ja. Ein bisschen früh noch. Ja, ich bin noch... Ja, ich war gestern lange weg, deswegen nehme ich jetzt auf, weil ich heute eh nicht... keinen Bock habe, irgendwas zu tun. Und wir gehen einfach... Oh, 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 oh. Große Schatzruhe. Bitte was Gutes. Shell, Schatz. Irgendwas. Ich brauche es. Ich brauche irgendwas. Ich bin willig. Was bekommen wir? Wir bekommen... Geister? Oh, ey, ihr seid doch gay. Mario, willkommen. Wenn du diese Stiefel haben willst, musst du erraten, wer von uns sie hat. Das hat schon dein Freund gemacht. Lady Boo wird sehr böse, wenn wir es ihnen einfach machen, ja. Warte mal, ich muss mich mal eine richtige schöne Sitzposition aussuchen. Gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. Oh, ich hab's gesehen. Da, 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 da. Aha. Ich weiß, wer sie hat. Der hier. Ich will dich, du was. Dankeschön, Dankeschön. Du hast die Superstiefel erhalten. Die Angriffskraft von Mario Sprungs wird erhöht. Außerdem kannst du nun Wirbelsprünge ausführen und dann in die Luft drücken. Dankeschön. Damit können wir die Stampfattacke. Weißt du, was das heißt, Leute? Nein, Buhu! Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Buhu, Lady Buhu wird unsere transparenten Hintern verschlauen. Dankeschön. Bam. Ah, ich finde diese Gestik auch cool. Oh, was macht denn da ein einzelner Buhu? Können wir dich fragen? Hallo. Ganz in der Nähe befindet sich ein versteckten Bodenplatte. Darunter ist ein Sternsplitter versteckt. Viel Glück. In diesem Spiel sind zum ersten Mal die Buhus friedlich. Ungewöhnlich, ne? Zack. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ein Schalter. Sollen wir ihn drücken? Dich kümmern nicht so einfach. Ja, da gibt es eine Methode. Wir stampfen dich zu. Und daneben gesprungen. Ich bin echt gut. Bam. So.
Zauberer. Sehr schön. Oh, wir sind in einem Laden. Lady Buho hat mir verfohlen, keine Ware an Mario zu kaufen. Und du, da du Mario bist? Och, Lebenspilz! Ich brauch dich! Ich brauch 100 pro einen! Komm, verkauf es mir! Ich gebe dir 1000 Euro. Ich gebe dir 1000 Sternsplitter. Komm, mach ein Geschäft mit der Luigi und der Mario. So, jetzt müssen wir noch eine versteckte Bodenplatte finden. Gab's doch eine, oder? Ah. Was hier? Ich muss mal kurz auf das Mikro gucken. Nein, hier waren wir schon. Oh. Ihr seid fies, das wisst ihr, ne? Ihr seid fies, Bubus. Ihr seid wirklich fies. Aber trotzdem seid ihr nicht mal so fies, dass wir euch besiegen müssen, in dem Fall. ich hatte eine Bodenplatte gesehen, aber nicht hier. Wo war sie nochmal? Ah, so schaurig, gruselig. Oh, da müssen wir hin. Hier bitte rein. Da ist die Bodenplatte nämlich. Genau hier. Ah, sehr schön. Oh, eine große Truhe. Aha. Parakari, wir brauchen... Oh, kein Pilz! Parakari, wir brauchen dich. Das ist nämlich das, was wir suchen. Buhus Porträt. Ausgezeichnet, du hast es gefunden. Was könnte sich darunter verbinden? Wir gucken mal weiter hier. Vielleicht finden wir ja etwas. Ich suche einen Sternsplitter auf jeden Fall. Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, ein Bombenplatz, bitte. Okay. Zack, zack. Dann brauchen wir mal auf jeden Fall Bombette. Meine liebste Bombenbedrohung. Bombette. Dein Job, bitte. Sprengen! Ah, und da war so eine hohle Wand. Ich sagte, hier ist in der Nähe ein Stern oder ein Sternsplitter finden. Wo könnte es sein? Meine Nase ist ein bisschen am Lucken. Das ist ein schlechtes, oder? Ist das ein gutes Zeichen? Leute, sagt mir das unter den Kommentaren, wenn immer die Nase juckt, obwohl nichts läuft. Gut, ich bin auch ein bisschen krank, wahrscheinlich deswegen. Da gab es auch ein Zimmer, da gab es auch so eine hohle Platte. Ich glaube, hier war das, genau. Nein. Okay, ich denke, wir hier weiter. Ach ja, hier, dein Porträt, wir haben dich gefunden. Tja. So, puh, schon viel besser. Also schön, nach so langer Zeit wieder in einem Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Springen einfach in das Bild, ich kümmere mich um den Rest. Zack. Sauber. Ich stelle Buhu. Schöne Grüße. Also Lady Buhu. Welches Zimmer? Wir gehen mal in diesen Raum. Endlich bist du da. Du hast dich ja schon ganz im Schein gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinen Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Nö, kein bisschen, ne? Ah, und da ist Lady Buhu. Mein Name ist Buhu. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Buhettler, also Butler. Das wird Buhettler genannt. Der Butler. Ich bin Lady Buhus bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hierher gebeten habe, ist der, ich muss euch bitten, um einen Gefallen bitten. Buhettler, instruiere ihn. Natürlich, meine Lady. Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf thront das Schloss von Tuba Bluba. Er ist ein Monster und er frisst Geister. Und Buhu sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen und unsere Freunde zu retten. Doch Buhu ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Es scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tuba Buluba.
Doch, es besteht noch Hoffnung. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Tubabluba ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist, vermutet etwas, das auf seinen Schwachpunkt schließen lässt. Nun denn, Mario. Ich will, dass du dein Geheimnis herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du tun, oder? Natürlich werden wir dich für deine Dienste belohnen. Schaffst du es, Tubabluba zu besiegen, so sollst du auch hier haben. Mario, es tut mir leid, dass wir uns in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Ich könnte aus Tubabloobas Schloss entfliehen, jedoch war ich schon sehr geschwächt, als ich endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel erschweben. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternstuppengipfel machen und von dort aus den Sternstuppenhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Dankeschön, Dankeschön, dass du uns in so einer brenzligen Situation bringst. Dankeschön, Professor Stern. Wir lieben Sie. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, werde ich von Bumus gefangen und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Um diesen Stern zu retten, hast du ohnehin gegen Tubabloob kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Bumus. Und außerdem will ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst etwas macht. Meine Lady, was habt ihr ihm gesagt? Der Blick vom Butler ist geil. Das eine Auge strahlt gerade so raus. Ah, ihr in Tubabloobas Schloss, das steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht bewilligen, dass ihr euch selbst solche Gefahr aussetzt. Sei still, Butler. Ich habe zu viel Leid gesehen, das Tubabluba verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird Mario mich brauchen. Ohne meinen kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady, ich Behutler werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch keine Leid zufügt. Die Ahnen verlangen es so. Ich werde an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr, ich kann selber auf mich aufpassen. Wir hatten gruselige Bild. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Lady. Okay, komm. Bist du damit einverstanden, Mario? Ich werde dich begleiten, bis wir Tubaduba besiegt haben. Toll. Neues Teammitglied. Gehört zu. Komm, mein Team. Buh, gehört zu Team. Ob es dir passt oder nicht. Drücke Steuerungstaste, um das Team unsichtbar zu machen. So wird euch niemand bemerken. Bist du transparent? Gehe Gegenstände durch dich hindurch. Bewegst du dich oder drückst du unten, wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie Ohrfeigen den Gegner Respekt einprügeln oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriff schützen. Allzu gut, Tubabluba ist dem Untergang geweiht. Dann wollen wir es mal testen. Boah, wir sehen uns wirklich nicht. Sauber. Ja, der Butler ist sehr traurig. Eigentlich könnte sich froh schätzen, dass er ihn nicht mehr die Dienste braucht. Aber er sagte, hier wäre eine Nähe noch eine Bodenplatte, wo sich ein Stern später befindet. Ach, egal. Besuchen Sie später. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal die Erfrischungsbox und nochmal den Speicherblock und gehen dann weiter. Oh, ich schaffe heute in diesem Tag sehr viel. Safen, ja, bitte speichern, alles klar. Möchtest du was noch weiter sagen? Nein. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Rechts? Ich glaube, hier lang müssen wir. Oh. Was ist das? Das ist ein Waldpilz, ausgezeichnet. Ach, da müssen wir hin. Okay, ich bin total verwirrt. Ein bisschen. Aber das hat tatsächlich mit geistig Verwirrtheit zu tun, sondern nur, ich bin jetzt etwas orientierungslos hier in der Sache. Ah, da müssen wir hin. Da ist nämlich dieser neue Weg. Und. Los, öffne es. Sehr schön. Aha. So, Mario, jetzt geht es los. Hast du Angst? Nö. Ich habe überhaupt keine Angst. Von niemandem. Marius, Mario. Ich, Mario. Nix Problem. Was bist du? Oha.
die Musik. Western-Style. Was bist du denn? Ich greife mal an. Okay, sieht so aus, als wäre das so ein hässlich grüner Gumba. Eine Kopfnuss. Oh, ich wollte ihn scannen eigentlich. Nichts. Da kommt sie auf einmal mit nichts zu. Dann sorry, du ziehst den Schaden, den du einsteckst. Was soll das jetzt sein? Pustest du dich auf? Und da ist ein Hypergumba. Hypergumba, die sind verrückt und... Die sind verrückte, unzivilisierte Gummis, die nur in den wenigen Schlucht vorkommen. Maximale KP, die mit Angriffskraft eine Verteidigung holen. Manchmal laden die sich auch, bevor sie angreifen. Mit einem aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Es empfiehlt sich, beruht ein Item einzusetzen, um sich unsichtbar zu machen. Wenn das geht, dann stelle ich die Attacken aus. Da hat er eh nur ein KP, da hilft nur ein Spruch. Boah, ganze zwei, Junge. Oh, die bringen schon ordentlich. 3 KP, passt schon. Gefällt mir. 3 KP reicht mir auf jeden Fall. 3 Sternpunkte. Und da ist noch ein Gegner. Ah! Nein, du bringst mir nichts. Okay, was haben wir denn hier? Guck mal, das sind natürlich diese Hyparagumma. Das ist ein Hyparagumma. Hyparagumma sind fliegende Hypergummas mit Flügeln. Maximal KP 1, bla 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 bla. Das ist dasselbe, was sie immer sagen. Was er immer sagt. Ich würde mal sagen, mit Powerhüpfer, dann ist er weg. Statt dem Powerhüpfer bringt 4. Au! Nein, du machst mir keinen Schaden. Ein Sprung reicht. Bam. Ganze 4 zieht das ab. Ah, ich fühle mich so ober momentan. Also, jetzt seht ihr, wir kriegen jetzt für jeden dieser Gumbas 3 Sternenpunkte. Damit heißt das, dass wir ein bisschen overlevelt sind, aber trotzdem noch gut Dinger bekommen. Das ist nichts Böses. Es ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir im Levelabschnitt gut sind. Das habe ich euch schon mal letztes Mal erklärt, wenn wir bei Gegnern nur 2 Sternpunkte erhalten, sind wir im guten Levelbereich. Was hat diese Windmühle gedacht? Ich frage mich, was diese Mündhöhle zu tun hat. Die sieht so groß aus. Ich habe aber keinen Bock, gegen diese Hypergummas weiterhin zu kämpfen. Oh, Lady Buhu, welche eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Ladyschaft, ihr seid nicht hierher gekommen, deutet ihr viel, ist viel zu gewähr. Tubabubu könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß, ich kam her, um Tubabubu eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Ja, es war schrecklich. Der Schlunze, diesmal hatte er Herbert verspeist. Es war so grauenvoll. Der arme Herbert steht zwar ja so finster und deprimierend. Was für eine großartige Buhu. Oh mein. Nicht Herbert. Tuba Blubber, er muss aufgehalten werden. Hört mich an, alle zu, fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Tuba Blubber für ein und alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seinen letzten Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh Lady, euer Wut ist inspirierend. Aber ihr wisst, dass man den Unbezwingern Tuba nennt. Bitte, seid vorsichtig. Ich würde mal... Ja, ich gehe jetzt auf, oder Lady Buu, weil, das erkläre ich euch jetzt, er kommt gleich. Oh, ich speichere vorher nochmal. Natürlich speichern. Ach, sollen wir nochmal mit allen Buhus reden? Ich habe eigentlich keinen Bock, mit dir komm, du redest. Ah, psst, Kumpel. Wusstest du, dass du diese leise und unbemerkt gehen kannst, in den Reich nur ein bisschen bewegt? Kannst du? Ja, ich weiß. Sei vorsichtig im Kampf gegen Hypergummas. Die laden dich mit Energie auf und setzen die anderen plötzlich frei. Wenn die sich aufladen, dann sollen die dich nicht mal an den Sitzen. Sehr schön. Ich hatte einen Freund, der geschafft hat, aus Tubabuas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich im inneren Kammer. Achte auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, er da den Tubabuas entnommen. Ich frage mich, wie er recht seine Nachricht wohl lautet war. Okay, oh, eine Erfrischungsbox. Sollen wir nochmal mit dir nehmen? Oh, schwache Vorstellung, ich weiß, Verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so
eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du um dich drehen und davon zu laufen. Du musst laufen bis den Tor, mit dem sich der drehende Flügel erscheint. Oder so ähnlich was. Was er wohl bedeutet. Erfrischungsbock. Danke. Meine Freunde gelangen die Flucht aus Tubabubas Schloss. Er behauptet, Tubabubba würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was er wohl sein könnte. Oh, hallo? Hallo, du wirst doch Tubabubba vermöbeln, oder? Yeah, räche uns. Nie wieder soll er an unseren Geister vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an... Oh, oh. Oh nein, Tubabubba, komm, versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Mario, wir müssen uns verstecken. Setz meine Kraft ein, sofort, drücke nach unten. Da ist Tubabubba. Alles in Ordnung, Lady, ich kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall kann er euch sehen. Nom nom nom. Sieht lecker aus. Komm mir gerade recht. Du lebst ein bisschen schön, aber gut. Oh, Stanley! Oh, von allen schrecklichen Dingen. Boah, ist der krass. Tubabubba ist krass. Tubabubba ist wirklich krass. Ich sehe einen Orden und Parakaribraume. Aber ich werde erstmal diesen Stein da besiegen. Das ist ein Stein. Bam, das schaue ich mal platt. Okay, du bist unbesiegbar. Scannen bitte, was bist du denn? Ah, das ist ein Hyperkirk. Sie verfügen über eine hohe Verteidigung als normale Kicks. Maximale KP 4, Angriff auf 3, Verteidigung 3. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einem aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie genügend beginnen. Sie werden sich aber... Immer dasselbe. Eigentlich ist das... Der Text wurde zum größten Teil danach übernommen. Deswegen verblubber ich das alles so. Mach mal ein Erdbeben. Okay, komm, lad dich auf. Nur aufladen. Sehr schön. Boah, der fängt gleich hier an kaputt zu gehen, aber nicht mit mir. Ich setze Erdbeben. Bam. Hoffentlich bringst du mir 4. Hyperkirk bringt mir 4. Komm, verdoppel. Ja, die verdoppelt mir die Sternpunktzahl. Sehr schön. Ja, gesamte 8 Dinger. Jetzt fehlen noch 20 zu einem weiteren Level Up. Und dann, juhu. Ah, das ist ein Orden. Okay, was bringt denn der Orden? Dafür brauchen wir Parakari. Parakari. Ah, Curry. Parakari. Hört sich so an wie so ein indisches Gericht eigentlich. Gibt es ja auch so einen Curry, das sind so Curry oder so. Na, ah. Ja, dann brauchen wir Cooper. Nein. Dann brauchen wir Cooper. Vielleicht bringt er das Ding zum Rollen. Ja, ein Schwirrwarr. Was ist das? Könnten wir vielleicht einen Kampf benutzen? Oh, ein Hypergumba. Nee, ich habe keinen. Was ist das? Tarngel? Ah, sehr schön. Interessant. Oh, ein Brief. Ein Brief. Brief an Feisty. Nimmer bald. Oh. So, da bin ich wieder. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade nicht aufgenommen, aber es geht weiter. Ich würde mal... Oh, Paragumma. Paragumma, du nervst. Wir müssen rüberfliegen. War da klar. Aber komm, ich mach den Kick noch fertig, weil ich kurz vom Level Up bin. So, da bin ich wieder aus dem kleinen kurzen Kämpfchen. Ich habe gesagt, ich bin kurz vom Level Up. Da bin ich kurz vom Level Up und wir machen die BPs. Sauber. Wow, jetzt hat es gerade voll die Überladung bekommen. So in etwa. Parakari, wir brauchen dich wieder. Ah, es sieht gut aus mit unseren Leveln. Wir leveln sehr gut mittlerweile. Und wieder so ein Hypergumba. Nein! Stehen Sternsplitter. Boah. Jetzt schmeißen wir weg, dieses Schwerwerk. Können wir nicht gebrauchen.
Boah, Mann, der Kirk ist... Verschwinde, Mann. Oh, Mann, ich beschwende so viel BP, ey, das nervt. Oh, nur 2 Münzen. Yay, ich freue mich. Hat ja viel gebracht. Hm, super Pilz. So, ich wechsle mal den Partner und dann sehen wir uns im nächsten Part in diesem Schloss. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao, Leute. Wenn euch dieser Part von Paper Mario gefallen hat, könnt ihr ihn bewerten mit einem Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat, und mit einem Daumen runter, wenn er euch nicht gefallen hat. Feedback, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht und ihr habt einfache Verlinkungen in diesem Bild und in der Beschreibung für die Playlist und für das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuschauen der nächsten Folgen. Bis dann und ciao, Leute.